Es ist 4:10, als die Putzfrau Helene Stummer die schrecklichste Entdeckung ihres Lebens macht. 4:10, gerade noch früh genug, um der Putzfrau Helene Stummer einen Platz in den Schlagzeilen der Morgenpresse zu sichern. Ja, was gibt's? Ich bitte um Verzeihung. Ich bin doch hier richtig beim Herrn Stationsversteher. Ja, aber bitte schließen Sie die Tür, es zieht. Was ist denn? Es ist ja ganz durcheinander. Setzen Sie sich doch. Fehlt Ihnen was? Dankeschön. Seit 3 Jahren arbeite ich hier. Seit 3 Jahren mache ich Nachtdienst, Herr Stationsversteher. Wo? FD 113, Paris Express. Ankunft 2:18 Uhr. Und heute hat er 20 Minuten Verspätung. Ja, und? Mein Gott, dass mir das passieren musste. Jede Nacht gehe ich durch die Ware, reinige, putze, fülle Wasser nach. Jede Nacht, ausgerechnet heute, wo ich eigentlich meinen Freitag habe. Also hören Sie, Frau... Stumme ist mein Name, Helene Stumme. Frau Stumme, wenn Sie Beschwerde haben, müssen Sie sich an die Warenmeisterei wenden. Nein, ich habe keine Beschwerde, statt Sie uns verstehen. Nein, es ist schlimmer, viel schlimmer. Wie?